Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von OneXSU.com mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und ein buntes Programm habe ich für Sie vorbereitet. Wir gehen am Samstag nach Cheltenham und Paris-Vincennes und dann natürlich nach Krefeld in das Herzog von Ratibor-Rennen. Also tolle Rennen an diesem Wochenende und wir starten gleich mal in Cheltenham ins dritte Rennen, in das Arkell Trophy Trial, ein Gruppe 2 für vierjährige und ältere Pferde. Ja, und hier ist der Paul Nicholls Starter Mormirail der Favorit und der Stall Paul Nicholls, der läuft ja wirklich gerade alles in Grund und Boden, egal wo die Pferde auftreten, sie kämpfen um den Sieg. Mormirail kommt aus der langen Pause, lief aber zuletzt großartig im April im Gruppe 1 und mit der Steilform im Rücken ist er natürlich zu Recht der Favorit. Aber es gibt durchaus Opposition, allen voran Tommys Oscar, der Kondition gewonnen hat bei seinem Start im Oktober. Da konnte er ein Rennen für sich entscheiden, aber er hatte nur einen Gegner. Die Klasse hat er zwar nicht von Mormirail, aber er hat sehr oft gewonnen und er ist ein Pferd für die Zukunft. Aus Irland kommt Ben Bridge aus dem Stall von Joseph Patrick O'Brien, der jüngst in Goran Park wirklich wie ein Pferd für die Zukunft gewann. Also der hat hier sich durchaus den Start verdient, hat auch schon in Cheltenham gewonnen. Das war aber über längere Distanzen. Er hat aber schon über diese 3200 Meter, die heute gefragt sind, gewonnen. Also Bambridge hier ganz stark zu beachten. Pentland Hills auch noch zu erwähnen, der in Haydock gewann. Aber ich denke mal, der Sieger geht zwischen Mormirail, Tommys Oscar und Ben Bridge. Ja, Mormirail wird sehr wenig zahlen, deswegen versuchen wir es mal mit Ben Bridge, der wirklich in Goran Park sehr stark gewonnen hat. Und in dem steckt wirklich noch sehr viel Potenzial. Deswegen für mich in der Arkell Trophy Trial am Samstag in Cheltenham Ben Bridge, der Tipp von mir für Sie. Dann geht es weiter nach Paris-Vincennes ins siebte Rennen am Samstag in dem Prix de Languedoc. Ein Rennen hier in Gruppe 3, 90.000 Euro Dotation über 2.850 Meter. Ja, das Wintermeeting ist hier schon voll im Gange, auch wenn der Schnee noch fehlt. Aber in Vincennes geht es auch unter der Woche schon rund. Und hier ist ein Pferd Favorit aus dem Basierstall, das ist Fairplay d'Orcy. Denn Jean-Michel Basier hat wirklich eine tolle Form aktuell zur Hand. Die laufen sehr gut, die Pferde. Aber Fairplay d'Orcy hat lange nichts mehr gezeigt. Trotzdem, die Eisen werden runtergenommen und der Kurs wird niedrig sein. Copsy, mittlerweile 10 Jahre alt. Das Pferd aus dem Stall von Dominique Locqueneux gewann zuletzt in Gruppe 3 in ausgezeichneter Manier. In einer unglaublich guten Verfassung hat er sich wieder reingelaufen. Der Copsy, der ja mal zu jüngeren Zeiten im Vincennes ganze Siege sehr hingelegen hat. Also Locqueneux, das ist sein bestes Pferd im Stall. Und 90.000er, da will er natürlich dabei sein. Duel de Gers, auch dieses Pferd wird stark gewettet werden. Hat jetzt 2 Aufbaustarts bekommen, höchste Gewinnsumme im Feld und die werden auch auf Sieg fahren. Für mich aber, der Sieger ist Copsy, der 10-jährige Wallach. Der ist so stark wie nie, hat Form zur Hand. Die anderen müssen sich erstmal wieder zeigen. Und der hat auch schon im Vincennes eine wahre, tolle Rennen auf das Pflaster, auf dem Plateau de Gravel gezeigt. Deswegen für mich Copsy, der Sieger im siebten Rennen am Samstag in Vincennes. Und dann geht es weiter noch nach Krefeld am Sonntag nach Galopp Deutschland in das Herzog von Ratibor-Rennen für die Zweijährigen über 1700 Meter. See Paris hier, das Pferd aus dem Stall von Henk Greve, unterlag denkbar knapp im Preis des Winterfavoriten gegen ein gutes Steinbergpferd. Geht jetzt noch ein bisschen höher mit der Distanz, hat auch eine frische Form aus Italien zur Hand. Also alle Zeichen stehen hier auf Sieg, 93,5 GAG. Winning Spirit, das ist der erste Schirgenstarter hier, war nicht weit hinter See Paris in Baden. Die Form aber trotzdem kann nicht stimmen. Da war er doch etwas weit weg. Also hat nun ein bisschen Pause bekommen und Winning Spirit sollte sich von anderer Seite zeigen. Sarastro auch noch zu erwähnen, sein guter Jockey Michael Abeck, der reitet hier sehr stark zur Zeit. Also das Pferd könnte hier zu hohen Odds nach vorne laufen. Aber für mich der Sieger wird sein Aspirant aus dem Stall von Markus Klug. Die Pferde laufen top. Andras Starke hat zuletzt in München-Riem ein Auktionsrennen für die Zweijährigen gewonnen. Also Aspirant gewann zuletzt 3 Längen gegen Alpenjäger. Die beiden treffen sich hier wieder, aber Alpenjäger konnte nichts ausrichten gegen Aspirant. Also See Paris, der muss hier wirklich auf 100 sein, um die Gefahren abzuwehren. Für mich aber der Sieger Aspirant aus dem Stall
von Markus Kluge, Stüg Röttgen, die Besitzer. Das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser und wünsche natürlich ganz viel Glück an den Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Besser machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!